Давай, я тебя подержу. Давай, не бойся. Du mir hat Kacke an den Pampers. Nee. Angst. Держись. Festhalten, festhalten. Держись. Руками держись. А я с тобой. Хорошо, мальчик. И как ты? Эй, was ist das? Da, da, da. Eingekackt. Komm her. Ja, wir gleich heim. Haben wir ins Auto? Schnauze voll. Das war zu stressig. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ah, schöne Ohren, Tommy. Lass uns mal überraschen, wo wir jetzt hinfahren, ne? Садись, мы вместе с мамой поедем. Давай. Садись, да не бойся, садись. Да не бойся, не высоко. Ну, мама. Ехала, давай. And he was small, he did very well. Садись. Ну, давай, я тебя подержу. Давай, не бойся. Du mir hat Kacke an den Pampers. Nee. Angst. Держись. Festhalten, festhalten. Держись. Руками держись. А я с тобой. Хорошо, мальчик. Guck da! Ey, was ist das? Da! Da! Eingekackt! Komm her! Ja, wir gleich heim! Mama! Haben wir ins Auto? Schnauze voll! Das war zu stressig! So, Tommy erholt sich gerade wieder. Mal sehen, ob wir noch einen Anlauf starten da. Wir wollten eigentlich zu einem Hüpfburgenpark, aber jetzt, nachdem der bei der Höhe schon Angst hat, brauchen wir da glaube ich nicht hin. Ja, aber er lacht wieder. Oh Gott. Nee. Ja, da, da, da. Da gehen wir ins Auto. Wir probieren es jetzt mal bei den Hüpfburgen. Ja. Thank you.
Ja Leute, bei den Hüpfburgen haben wir einen Nagel auf den Kopf getroffen. Hier gefällt es mir richtig gut. Und hier haben wir ordentlich was zu tun, wenn ihr das mal seht hier. Mal sehen, ob er sich da hinten auf die Große drauf traut. Aber hier ist er schon, er hat schon Angst. Er muss erst mal erkunden. Dauert ein Stück. Jetzt sind sie weg. Mal gucken, ob ich hier durchpasse. Naja, zu fett für die Lücke hier. Ist hier jemand? Wo ist denn der Tommy? Keiner da. Ah, rutsche, rutsche. Da bin ich ja richtig. Na los, dabei. Ah. Ich mach mal wieder zurück hier. Wo sind sie denn? Hier kommt noch mehr. Kann ich das Kind mit veröffentlichen? Habe ich ja nicht gefragt vorher. Ne? Das ist Beiwerk. Kann ja nicht dafür, dass sie mir alle ins Bild rennen. Ich habe wieder meine Lücke gefunden. Ui, da kommt ja noch ein Kind. Ei, ei, ei. Wieso ist denn jetzt? Zack. Lebt er noch? Ja, alles gut. Ja, aber ich schon. Hier wackelt es ganz schön. Hier hilft nicht mal ein Gimbal bei der Hüpfburg. Na los, gib Gas, Tommy. Auf jeden Fall besser als die Rutschbahn da auf dem Spielplatz. Die Angst hat er jetzt überwunden und jetzt geht's los hier. Jetzt sind wir gespannt. Na Anna, da muss ja hochrennen, laufen. Mal sehen, ob die überhaupt die Wand hochkommt. Aber das ist ja auch ein herrliches. Der macht den Mund auf. Na, was ist denn jetzt? Also in der Wohnung klettert er richtig gern und hier ist er so zögerlich. Ja, da hast du Respekt. Wenn er das Ding zu Hause stehen hätte, dann wäre er schon Vollprofi wahrscheinlich. Aber die Frage ist, er hatte Angst beim Rutschen die letzte Zeit. Und jetzt, das ist ein Weg runter, da müsste er springen. Und jetzt kommt die Rutschvariante. Mal sehen, ob er die drauf hat. Ja, macht er. Na? Ja, sehr schön. Was mit Leck? Funktioniert noch. So, Freunde, wir müssen jetzt warten, bis hier das Mal aufgeht. Ja, ja, pass auf, Anna. Und dann können Sie rein. Und das gleich raus. Ja, ja, und das gleich raus. Aber er hat keinen Hunger mehr wahrscheinlich. Jetzt. Uiuiui.
Da ist jemand happy. Na los, schnell! Sonst geht der Mund wieder zu. Schnell, Anna, da schießt. Was ist denn? Er will nicht. Ja, klar will er. Dabei. Na los, Tommy, schnell, rutsche, rutsche. Ja. Ich auch. Ich muss Zeit haben. Ich muss Zeit haben. Schnell, es schließt sich. Ah. Rausgerutscht wird hinten. Wer hätte das gedacht? Ja, aber hier geht er über seine Grenzen, das ist doch schön. Hallo? Schon da? Ja. Besser nicht. Aber mit Socken und... Also, wir haben festgestellt, mit Socken kann man schneller rutschen, alles andere bremst auf diesen Gummi. So, der Mund ist offen. Schnell rein, Tommy, zack. Aber nicht. Na geht doch. Ui. Zack. Mund zu, weg sind sie. Wieder sehr vorsichtig. Alles eine Erprobung. Aber jetzt gibt's Gas hier. Die Frage ist, was jetzt hier in der Mitte ist. Aber Anna, hier darfst du nicht drauf, das ist nur für Kinder. Ja? Ja. Ist ständig. Kind ist weg. Nee, da kommt er. Mich würde mal interessieren, ob er dann da auf die Große drauf macht. Weil das wäre ein Ding. Muss er sich halt selber mal trauen, das ist ganz wichtig für ihn. Guck mal, wie der schießt. Und für uns auch. Sehr gut macht er das, sehr gut. Dabei. Sehr gut. Fein. Jetzt rutsche. Angst. Die Beute. Er überwindet sich, das ist Wahnsinn. Ja. Man sieht, dass er Angst hat. Mama ist nicht dabei, aber er macht's. Die Beute. Sehr schön, sehr gut. Die Beute. Ah. Naja. Aber er hat schon Angst gehabt. Aber du hast dich überwunden, Tommy. Das war super. Naja, manchmal muss man sich halt überwinden im Leben. Ne? Das ist auch beim Tommy so. Also so ein Platz, ne? Also können wir euch wirklich empfehlen, weil die Kinder, ne, gerade Tommy oder ein anderes Kind mit irgendeiner Problematik, die können sich halt hier mal so ein bisschen austesten, ne? Auch mal ohne die Eltern. Und wir fanden das jetzt richtig gut, ne? Dass er sich getraut hat, obwohl er Angst hatte. Und auch beim Rutschen, ja, das Erlebnis war jetzt für ihn nicht so toll, weil, naja, er ist so ein bisschen gestolpert da. Aber er hat es halt gemacht und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier können sie auch mal viele Dinge alleine machen. Jetzt sitzt ihr ganz hier hinten. Seht ihr das? Nee. Nee. Und genießt erstmal Zeit für sich alleine. Naja, soll man machen, ne? Na, Tommy. Na? Jawollo.
Mit so einer Schwimmweste seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das Kind hat trotzdem Spaß. Du bist so ohne mich.